Ja, guten Morgen hier aus Worms-Feddersheim. Ich bin heute hier angereist, um eine nächste Radtour zu starten. Und zwar ist geplant, hier auf den Zellertalradweg zu fahren bis nach Mannheim. Da will ich dann rüberfahren Richtung Eisenberg, wo ich mich dann auf dem Barbarossa-Radweg befinde. Von da aus Richtung Worms-Heppenheim, genau, wo ich dann wieder zurückfahren werde nach Worms-Feddersheim, wo dann auch die Radtour wieder beendet ist. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Und auf geht's! Ja, Feddersheim habe ich jetzt verlassen. Am Ortsausgang stand eine schöne Grillhütte, wo man Rast machen kann. Und der Zellertalradweg ist 25,3 Kilometer lang, geht von Worms bis nach Mannheim. Da werde ich auch hinfahren jetzt nach Mannheim. Und nächster Ort ist dann Monsheim. Monsheim habe ich jetzt verlassen. Jetzt befinde ich mich auf einem schönen asphaltierten Radweg neben der Landstraße. Und hier sehen wir auch die ersten Schilder vom Zellertalradweg. Und der nächste Ort ist Wachenheim in 1,4 Kilometer. Hier bei Niefernheim gibt es den Generationenplatz mit ganz vielen Schmetterlingen und hier kann man ganz toll Rast machen. Alle Generationen.
hier an der Zellertalschule. Da habe ich irgendwie den Radweg verpasst, bin dann halt den Berg aufgefahren. War ein kleiner Umweg, aber es ging ja auch wieder bergab und habe eine super Aussicht gehabt. Und nach Albisheim sind es noch 2 Kilometer. Ja, wir haben jetzt noch 3,7 Kilometer bis nach Mannheim, da wo auch der Zellertalradweg endet. Jetzt bin ich in Mannheim angekommen, befinde mich hier an diesem Viadukt, das über das Frimm- und Zellertal geht. Das Viadukt wurde erbaut 1872 bis 1874 und wurde im Zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht gesprengt. Während ich jetzt durch Mannheim fahre, noch ein paar kurze Worte zu dem Zellertalradweg, der ja hier endet, wie gesagt. Es ist ein sehr schöner Radweg mit vielen Rastplätzen, einige Steigungen, ist aber glaube ich gut mit dem E-Bike zu schaffen. Ja, jetzt habe ich doch mal kurz angehalten. Ich wollte gerade noch sagen, ich mache mich jetzt weiter auf dem Weg Richtung Eisenberg, wo ich dann auf dem Barbarossa-Radweg weiterfahren werde. Ja, hinter mir seht ihr den Donnersberg. Wir sind auch hier im Kreis Kirchheim-Bolanden und der Donnersberg ist der höchste Punkt hier in der Gegend. Ja, und nach Göllheim sind es noch 4 Kilometer und nach Eisenberg 9 Kilometer. Kurz Halt gemacht hier bei der Radfahrvereinigung Kerzenheim an der Hütte. Jetzt musste ich eine ganze Zeit lang auf der Bundesstraße fahren, aber es ging
Und da vorne an der Kreuzung, wo ich eben vorbeigefahren bin, habe ich eine Planänderung gemacht. Und zwar fahre ich jetzt nicht nach Eisenberg, sondern habe jetzt vor, zur Burg Staufhoch zu fahren, wo ich dann wieder runterfahren werde nach Ramsen, wo ich dann wieder auf dem Barbarossa-Radweg weiterfahren werde. Und auf geht's den Berg hoch. Ich bin jetzt hier oben an der Burg Stauf angekommen. Ich kann jetzt hier leider nicht hoch, hier ist abgesperrt und der Grund dafür steht auf dem Schild. So, hier oben fahre ich mal kurz. Da hat man aber keine besondere Aussicht. So, ein Schwenk hier rüber. Hier geht dann der Weg hoch. Wäre eh ein bisschen schwierig gewesen mit dem Fahrrad. So, ich stehe jetzt hier an der Infotafel von der Burg Stauf und ich habe mir auch mal ein paar Infos für euch aufgeschrieben. Und zwar, die Burg Stauf liegt auf einem Bergsporn des Kühbergs, ca. 366 Meter Höhe. Und ja, sie wurde um das Jahrtausend errichtet. Und ich suche mir jetzt mal einen Rastplatz, denn es wird langsam Zeit, was zu essen. Jawohl, der Jakobspilgerweg, Klosterrude, befindet sich hier auch. Ja, hier habe ich einen schönen Rastplatz entdeckt. Jetzt werde ich mal ein bisschen pausieren. Die Pause ist jetzt beendet. Ich bin wieder on Tour. Ich habe mir noch mal meine Wasserflasche aufgefüllt, habe die Brille gewechselt und jetzt geht's auf nach Ramsen. So, in Ramsen bin ich jetzt mal kurz die Kirche hier noch hochgefahren. Da vorne ist noch eine zweite Kirche. Und jetzt geht es weiter Richtung Eisenberg auf dem Barbarossa-Radweg. Nach Eisenberg sind es jetzt noch 5,3 Kilometer. Und unter diesem Schild da sieht man auch schon das Hinweisschild, das rote vom Barbarossa-Radweg. So, hier sieht man es jetzt noch ein bisschen schöner, das Barbarossa-Radwegschild. Noch eine kurze Info zu dem Barbarossa-Radweg. Und zwar ist der 88 Kilometer lang, fängt in Glan Münchweiler an und endet in Worms. Ich habe mich in Ramsen eingeklinkt und dieser Radweg verbindet den Fluss Glan mit dem Rhein in Worms.
und ich werde dann mich in Worms-Heppenheim wieder ausklinken und dann geht's wieder rüber nach Vettersheim. Hier ging es jetzt durch den Wald durch, auf ein bisschen unbefestigter Weg. Da hat man ein bisschen aufpassen müssen. Und jetzt geht es hier wieder auf der Bundesstraße weiter. Jetzt haben wir das gleiche Spiel noch einmal. Ja. Jetzt sind wir wieder von der Bundesstraße weg und sind hier in den Pfälzerwald reingefahren. Wieder auf unbefestigtem Weg. Und wir müssen dann bald in Eisenberg sein. Und neben uns sind noch die Eisenbahnlinien. Riecht da noch Eise. Eisefabrik. Das war jetzt brutal. Der Radweg ging jetzt auf so einem schmalen Pfad hier hinter der Fabrik entlang. Kaum zu erkennen. Und jetzt bin ich endlich wieder auf der Straße. Die ist ein bisschen blöd gemacht gewesen. Eisenberg habe ich jetzt verlassen und nach Ebertsheim sind es noch 1,2 Kilometer. Und jetzt hier will ich auch mal kurz was vom Namensgeber des Barbarossas Radwegs sagen. Und zwar ist er benannt nach Kaiser Friedrich I. Er lebte, muss ich mal kurz auf meinen Zettel gucken, von 1122 bis 1190 und wurde auch Rotbart genannt, genau, ja. Also weiter hier auf den Spuren von Barbarossa. Stadt Grünstadt im Kreis Bad Dürkheim ist erreicht.
Bockenheim an der Weinstraße habe ich jetzt erreicht. Hier ist auch der Kraut- und Rübenweg. Fantastisch. Sind wir die Oldtimer finden. Klasse, ja. Ja, das war jetzt mal ein Spektakel hier in Bockenheim. Da waren wir live dabei, wie die Oldtimer hier an Tour gingen. Ja, das war wunderbar. Sowas erlebt man auch nicht alle Tage. Das ging jetzt ziemlich schnell von Bockenheim nach Hohensülzen. Da ging es nur bergab. Das war wunderbar zu fahren. Das ging jetzt doch alles viel schneller, als ich gedacht habe. Ich bin jetzt sogar schon durch Worms-Heppenheim durch. Und da vorne geht es jetzt links ab nach Feddersheim. Da werde ich jetzt auch den Barbarossa-Radweg verlassen. Und dann bin ich auch schon gleich am Auto. Kleines Fazit. Zellertalweg war sehr schön zu fahren. Barbarossa-Weg ging so, aber kann man auch lassen, sage ich mal. War zwar ein bisschen öfters an der Bundesstraße. Unbefestigte Wege, aber das gehört ja auch dazu. Hat Spaß gemacht trotzdem und die Gegend war auch schön. Wir haben einiges gesehen. Die Oldtimer waren besonders gut und die lustigen Gesellen da auf dem Traktor mit dem Anhänger drauf haben wir auch noch gesehen. Ja, okay, Leute, das war's und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann, tschüss.